Mega, also der Workshop stand ja unter dem Titel Inspire to Create und ich bin wirklich inspiriert zu kreieren im wahrsten Sinne des Wortes. Ein neuer Blickwinkel, auch gerade, dass man sich untereinander austauschen kann, fand ich sehr interessant. Vor allem haben die sich so viel Mühe gegeben, ja. Also wirklich bis aufs Detail. Also mir fällt tatsächlich immer das Wort Inspiration ein, Inspire to Create. Bombastisch, Jack und Marina haben uns da super gut an die Hand genommen, noch auch kreative Sachen mit eingebracht, die man selber vielleicht noch gar nicht gemacht hat, wo man ein bisschen Angst vor hatte, das mal auszuprobieren. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich hoffe, dir hat dieser Workshop-Trailer gefallen. Ich möchte mit dir zusammen in diesem Video die einzelnen Schritte durchgehen, die so ein Videojob durchlaufen kann, damit du eventuell für deinen nächsten Videoauftrag die einzelnen Schritte Step für Step abarbeiten kannst. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Schritt an. Ja, wie kam es zu der Anfrage? Jack und Marina sind sehr gute Kollegen von mir und natürlich verfolge ich die auch auf Instagram. Und natürlich habe ich auch gesehen, dass die einen Workshop planen. Und es dauerte nicht lange, da hat Jack mich schon angerufen und gefragt, ey Vitali, könntest du dir vorstellen, diesen Workshop videografisch festzuhalten? Das erste, was ich in diesem Fall tue, ist in meinen Terminkalender zu schauen, ob an diesem Workshop-Wochenende bei mir nichts anderes ansteht. Das zweite, was ich dann tue, ist meine Frau zu fragen, ob sie nichts dagegen hat, wenn ich an einem Wochenende arbeite. Ich selber bin verheiratet, habe zwei Kinder und ein Jahr hat nun mal nur 52 Wochenenden, deswegen sind die Wochenenden bei mir oft für die Family reserviert. Ja, meine Frau wollte eher an diesem Wochenende zu ihren Eltern mit den Kindern fahren, deswegen habe ich direkt Jack angerufen und gesagt, okay, ich könnte euren Workshop videografisch begleiten. Die nächste Frage, die beantwortet werden musste, war natürlich der Preis. Ich glaube, ich habe den beiden einen sehr fairen Preis gemacht, weil erstens es beide sehr gute Kollegen von mir sind und ich eventuell von denen auch mal Hilfe brauche. Zweitens, weil ich einfach total Bock hatte, diesen Workshop videografisch festzuhalten. Drittens konnte ich mir selber ein gewisses Portfolio damit aufbauen, weil ich genau weiß, dass die Arbeit von Jack und Marina qualitativ sehr hochwertig ist. Und ich kann euch jetzt schon spoilern, dass manche Teilnehmer gesehen haben, wie ich videografiere, die haben das Video gesehen, waren begeistert und würden gerne bei mir einen Video-Workshop buchen. Somit ist das ein Win-Win-Win, alle haben gewonnen und alle sind happy. Sobald der Termin feststand und der Preis festgelegt war, ging es auch schon zum nächsten Schritt. Bei der Planung ging es um solche Sachen wie, was soll ich überhaupt aufnehmen, was ist den beiden wichtig, wie lang soll das Video am Ende sein. Ich habe noch den Vorschlag gemacht, die Teilnehmer selber am Ende des Workshops einfach zu fragen, wie eine Art Testimonial, wie ihnen bisher der Workshop gefallen hat, damit man diese Stimmen, wie ihr gehört habt, im Video unterlegen kann. Damit es einfach nochmal eine andere Ebene bekommt und qualitativ viel hochwertiger wird. Bei geschriebenen Testimonials, das kann man einfach copy-pasten, man kann theoretisch selber den Testimonial-Text schreiben, aber wirklich einen O-Ton von den Teilnehmern selber, das kann man nicht so einfach faken. Und da wir auch wussten, dass das Video am Ende im Instagram-Feed landen soll, durfte dieses Video auch nicht länger als 60 Sekunden sein. Und ein ganz wichtiger Punkt natürlich das Ziel dieses Videos. Was soll das Video bewirken? Warum sollen die das aufnehmen? Hier war den beiden natürlich ganz wichtig, dass zukünftige Workshop-Teilnehmer dieses Video sehen und ein Gefühl dafür bekommen, wie so ein Workshop bei den beiden abläuft. Und natürlich bestenfalls Bock bekommen haben, so einen Workshop selber zu besuchen und einen Termin bei den beiden buchen. Ich habe letztes Jahr selber mit Oliver Hugo zusammen 4 Workshops gegeben und 3 davon haben wir videografisch begleiten lassen, um mit diesem Material einfach für die nächsten Workshops werben zu können. Und was soll ich sagen, es hat super funktioniert. Kommen wir zum nächsten und zum wichtigsten Schritt. Welches Equipment habe ich benutzt? Meine Sony A7 III mit dem Tamron 28-75mm 2.8 auf meinem Zyocrane 2 Gimbal. Das erste, was ich gemacht habe, als ich bei Jack im Studio angekommen bin, ist erstmal in Ruhe die ganze Deko abzufilmen. Die beiden haben sich super viel Mühe gemacht und genau das sollte man dann am Ende im Video auch sehen. Die haben Goodiebags erstellt, die haben Stifte hingelegt mit Blöcken, die haben Namen gedruckt, wer wo sitzt. Die haben natürlich ein paar Snacks auf den Tisch gelegt und generell einfach sehr schön dekoriert. Ja, irgendwann kamen auch schon die ersten Teilnehmer, die wurden begrüßt, herzlich empfangen, so ein bisschen Smalltalk und dann fing auch der Theorieteil an. Und in dem Theorieteil war mir natürlich ganz wichtig, dass man Jack und Marina sieht. Und wenn die beiden den Teilnehmern zum Beispiel so Aufgaben gegeben haben, wie bei Pinterest, sich Inspiration fürs kommende Shooting zu holen,
wiederholen, habe ich das auch gefilmt. Oder wenn Teilnehmer etwas aufgeschrieben haben, das sind alles super tolle Schnittbilder, die man am Ende dann ins Video einfügen kann. Und hier ist es natürlich super vom Vorteil, wenn man ein Zoom-Objektiv hat, wie ich eins hatte, und zwar das Tamron 28-75mm. Ich konnte immer wieder auf 28mm gehen, einmal so ein bisschen die Szenerie abfahren, wie alle Teilnehmer da an den Tischen sitzen, und ich konnte aber auch immer wieder auf 75mm gehen, um Jack oder Marina so ein bisschen einzeln aufzunehmen und damit eine schöne Tiefe zu erzeugen, wo man im Vordergrund die Teilnehmer sieht, im Mittelgrund dann Jack oder Marina und im Hintergrund noch weiter das Studio. Ja, und nach dem Theorieteil kam natürlich das Wichtigste, das Shooting selber. Es gab zwei Gruppen, die nach einer gewissen Zeit durchgewechselt wurden. Ich habe erstmal die eine Gruppe gefilmt, bin dann zur nächsten gegangen und immer so weiter, bis ich der Meinung war, dass ich genug Footage hatte. Oder beziehungsweise der Shooting-Teil halt vorbei war. Und auch hier war es für mich und für Marina und Jack sehr wichtig, dass man einen guten Eindruck davon bekommt, wie Jack und Marina mit den Teilnehmern agieren, wie die gewisse Sachen erklären, auch wenn man es im Video am Ende nicht hört, aber dass man sieht, dass die beiden interagieren mit den Teilnehmern. Und ich habe versucht, während dem ganzen Shooting immer eine gesunde Mischung zu finden. Einmal, dass man sieht, okay, hier ist ein Workshop, der gerade stattfindet, aber auch die einzelnen Paare einfach nur für sich, sodass ich eventuell auch denen diese Videos zur Verfügung stellen könnte oder mit diesen Videos selber als Videograf halt werben könnte. Und auch hier habe ich immer wieder gewechselt zwischen 28mm, mal vielleicht 50mm, aber auch oft 75mm. Und ich finde, wenn man mit einer Brennweite von 75mm auf einem Gimbal einzelne Fahrten macht, entsteht so ein schöner Parallaxeneffekt, der einfach episch aussieht. Mit der Brennweite von 28mm zeige ich immer gerne, wie gerade die Location aussieht, damit der Zuschauer sofort sieht, ah, okay, hier, das ist die Szenerie, in der gerade geshootet wird. Und da das Ganze ein Workshop für die Teilnehmer ist, muss man sich als Videograf auch hier und da mal ein bisschen zurückhalten und nicht ständig den Fotografen vor die Linse laufen. Und an dieser Location war es auch sehr wichtig, immer zu gucken, wo man hintritt, weil es da immer Hügel gab, die verschiedene Höhen hatten. Nicht, dass man mit dem ganzen Equipment einfach mal in den Dreck fällt. Ja, nach dem Shooting ging es wieder zurück ins Studio, da wurde erstmal gegessen. Und nachdem so ein paar Leute gegessen haben, habe ich mir die einzeln rausgepickt in den Raum nebenan, habe die mit einem Mikro ausgestattet und einfach zwei Fragen gestellt. Einmal, wie sie den Workshop bisher fanden und einmal, was sie in der kommenden Woche direkt umsetzen möchten. Hier ganz wichtig, je mehr Testimonials ihr bekommt, umso besser für euch dann im Schnitt. In diesem Fall ist mir auch direkt klar, dass ich sehr wahrscheinlich nicht jedes Testimonial nehmen werde. Manche sind ein bisschen schüchterner vor der Kamera, andere haben überhaupt gar kein Problem, vor der Kamera zu sprechen. Daher in diesem Fall ganz wichtig, mehr ist mehr. Ja, und das war das Ende von dem Drehtag und somit kommen wir zum nächsten Schritt. Ja, was ist das Erste, was ich nach so einem Shooting mache? Natürlich die Daten erstmal auf der Festplatte sichern. Und der nächste Schritt, den ich seit kurzem mache, ist von diesen 175 Clips, die ich erstellt habe, erst einmal Proxys zu erstellen. Wie man Proxys erstellt, habe ich vor ein paar Wochen aufgenommen und verlinke euch das hier oben. Danach wird das ganze Footage in Adobe Premiere importiert und genau da gehen wir zusammen rein. Das Erste, was ich tue, ist verschiedene Sequenzen zu erstellen. Wir haben einmal hier alles, was im Studio passiert ist und im Theorieteil. Wenn ich hier einmal durchscrolle, könnt ihr das alles schön sehen. Die ganzen einzelnen Fahrten, die ich gemacht habe, die ersten Teilnehmer kommen. Hier ist Ton drauf, den brauchen wir auch nicht wirklich. Kann man ruhig muten. Und das ist alles so, was während dem Workshop-Teil, Theorie-Teil passiert ist. Genau, da kamen die beiden, die Pärchen kamen irgendwann mal an. Genau, erstmal, wie gesagt, mehr ist mehr. Dann haben wir einmal natürlich den ganz großen Shooting-Teil. Hier auch der Anfang, wo waren wir, aha, so sieht die Location aus. Dann natürlich, dass man Eindruck davon bekommt, solche Shots mag ich natürlich sehr, sehr gerne, dass man sieht, ah, okay, hier wird fotografiert, das ist ein Workshop, ein Fotografie-Workshop. Und dann, wie gesagt, habe ich zwischen den verschiedenen Paaren gewechselt. Einmal bei Marinas Pärchen und einmal bei Jacks Pärchen und dann immer hin und her. Auch die Teilnehmer hatten verschiedene Ideen, die sie dann versucht haben umzusetzen. Und das alles schmeiße ich erstmal in die Timeline rein. Nicht das ganze Footage, sondern nur das Beste. Wie ich das auswähle, kann ich euch gerne nochmal zeigen. Hier sind die ganzen Videos. Ich gehe einfach rein, setze einen Inpoint, setze einen Outpoint und ziehe das dann in die Timeline rein. Und so füllt sich dann diese ganze Timeline mit dem ganzen Material, was erstmal gar nicht so schlecht ist. Natürlich seht ihr, dass wir hier bei 10 Minuten landen und das ist nur der Shooting-Teil. Deswegen ist es dann wichtig, nur die besten Clips, die mir gefallen, wenn ich jetzt mal zum Beispiel den hier nehme, markiere ich grün. Man kann das einmal so hier machen
über die Kennzeichnung und dann einfach grün wählen. Ich selber habe dafür einen Hotkey erstellt mit Command G. Wie man Hotkeys erstellt, ganz einfach hier oben auf Tastaturbefehle gehen, dann hier oben bei der Suche grün eingeben und dann seht ihr schon, aha, Kennzeichnung Tannengrün oder grün und da seht ihr, mit Command G habe ich das aktiviert. Hotkeys erleichtern einem ungemein das Leben. Dann haben wir noch eine dritte Sequenz und zwar die Testimonials und auch hier habe ich nur die besten Testimonials genommen, was gesagt wird und grün markiert. Der nächste wichtige Schritt ist, die passende Musik zu finden. Ich selber habe einen Artlist-Account und hier kann man zum Beispiel auf die Stimmung gehen und schauen, was man hier möchte. Bei dem Workshop-Video bin ich auf Genre gegangen und habe hier cinematisch eingegeben, was ich mit Jack und Marina abgesprochen habe. Und auch hier habe ich mir verschiedene Lieder angehört und bin mir jetzt auch nicht sicher, welches Lied es am Ende geworden ist. Aber hier nochmal der Tipp, je tiefer ihr grabt, umso bessere Lieder werdet ihr finden. So, wenn wir nochmal hier im Schnittprogramm sind, dann seht ihr einmal wieder so einen ersten Frame, den ich erstellt habe, damit man diesen Frame später bei Instagram als Thumbnail nutzen kann. Und dann fängt das Video an mit einem Logo. Ich habe nur die besten Szenen und hier unten habe ich auch Markierungen für die Schnitte gesetzt, für den Takt der Musik. Hier seht ihr zum Beispiel, dass die Musik lauter wird, weil wir hier kein Testimonial haben, was redet. Das sind Testimonial-Aufnahmen und dann wird die Musik wieder lauter und dann kommt wieder ein Testimonial, was man hört, aber nicht sieht, um einfach in so kurzer Zeit noch mehr vom Workshop zeigen zu können. Und ich glaube, die Teilnehmer sind dann auch ganz froh, dass man sie nicht sieht, sondern nur hört. Genau, nur die besten Szenen eingefangen, sodass man Marina und Jack auch manchmal sieht, wie die beiden mit den Workshop-Teilnehmern umgehen. Und dann am Ende ein paar Wörter. Diese Wörter habe ich einfach nur hier aneinandergereiht in dem Takt der Musik. Und dann habe ich diese Verschachtelung hier einfach mit Keyframes skalieren lassen und zwar einfach immer größer werden lassen. Dann auch so eine Outro-Animation, von wem der Workshop war. Dann auch eine Danksagung an die verschiedenen Kooperationen, die beteiligt waren. Und natürlich ich als Produzent von diesem Video. Und wie ich schon erwähnt habe, war es ganz wichtig, dass dieses Video unter einer Minute bleibt, damit man es dann später für Instagram Stories auch posten kann. So viel zum Schnitt. Die beiden haben es am Ende in bestmöglicher Qualität über WeTransfer von mir bekommen. Also auch solche Videos am besten nicht per WhatsApp verschicken. Wenn es dann am Ende um Feedback oder Korrekturschleifen geht, dann finde ich YouTube sehr, sehr hilfreich. Ich lade die einzelnen Versionen einfach auf YouTube hoch, stelle sie auf nicht gelistet und kann so ganz einfach den Link per WhatsApp verschicken. Die beiden können sich das Video in Ruhe anschauen und mir dann Feedback geben, welche Szenen die gerne ausgetauscht hätten, ob die noch weitere Szenen gerne drin hätten, ob die eine Aufnahme stört, ob sie nicht so zufrieden sind, was schon mal gut ist. Und somit tasten wir uns dann Schritt für Schritt gemeinsam an das finale Video dran. Ja, am Ende hat es jeder auf seinem eigenen Instagram-Account gepostet, die Leute wurden verlinkt, es wurde super schönes Feedback gegeben und durch dieses Video habe ich schon 2 bis 3 Leute gefunden, die Interesse an einem Workshop hätten. Wenn dir das Video gefallen hat oder noch besser geholfen hat, deinen nächsten Videoauftrag gut zu planen, dann würde ich mich über einen Daumen freuen und natürlich würde ich mich auch über ein Abo freuen und verabschiede mich mit meinem Lieblingssatz: Vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.